Sie war die schönste und einflussreichste Frau der Antike. Kleopatra gewann die Liebe der mächtigsten Männer ihrer Zeit und brachte Massen dazu, sie abgrundtief zu hassen. Ihr Ende war dramatisch und der Leichnam der großen Königin galt lange als verschollen. Haben Archäologen jetzt endlich Kleopatras Grab gefunden und geben die neuen Hinweise Aufschluss darüber, was in den letzten Stunden der Königin und ihres Mannes Mark Anton wirklich passiert ist? Begleitet uns auf dieser Reise zu einem der größten ungelösten Rätsel der Antike. Kleopatra – Mythos und Legende. So viel ist sicher, Kleopatra war bereits zu ihren Lebzeiten ein Superstar und sie ist es bis heute geblieben. Mehr als 2000 Jahre ist die einst angeblich schönste und exotischste Frau der Antike jetzt tot und fast jedes Kind kennt ihren Namen. Viele Frauen bewundern bis heute den Liebreiz einer Frau, von der seltsamerweise kein einziges lebensechtes Bildnis existiert. Kleopatras Schönheit wurde durch das Drama ihres Lebens und Legenden zu einem Mythos. Große Künstler widmeten der Frau, die von römischen Geschichtsschreibern in den buntesten Worten beschrieben wurde, zwar ganze Gemälde, doch diese entstanden alle lange nach ihrem Tod. Kleopatra fasziniert und beflügelte die Fantasie von Millionen Männern und Frauen bis in die Gegenwart hinein. Was war da wirklich zwischen ihr und dem Herrscher des römischen Reiches Julius Caesar? Hat Kleopatra ihn, so wie sein Nachfolger Mark Anton, wirklich durch ihre erotische Aura verhext oder war doch alles nur politisches Kalkül? So sehr diese Frau Menschen in ihren Bann zieht, so sehr spaltet sie auch. Nicht wenige Wissenschaftler möchten der Königin vom Nil gerne alle Attribute absprechen, für die sie bis heute berühmt ist. So soll sie weder schön noch sonderlich schlau gewesen sein, machthungrig, naiv und fast schon besessen von dramatischen Selbstinszenierungen. Das Rätselraten rund um Kleopatra wurde auch noch durch einen weiteren bestimmten Umstand immer weiter angeheizt. Ihr Grab wurde bis heute nicht gefunden. Kein Leichnam, keine Mumie, keine Grabbeigaben und keine Inschriften, durch die wir heute besser rekonstruieren könnten, wer diese Frau wirklich war. Doch jetzt ist die letzte Ruhestätte der großen Königin in einer Tempelstadt außerhalb von Alexandria gefunden worden. Stehen wir also kurz vor der Lösung des Rätsels? Was wissen wir über Kleopatras letzte Momente? Plutarch, ein antiker griechischer Schriftsteller, war einer der ersten, der die letzten Momente von Kleopatras Herrschaft und die Beisetzung neben ihrem Ehemann, dem römischen General Marcus Antonius, beschrieb. Laut seiner Biografie stürzte sich Antonius am Tag, an dem Augustus und seine römischen Truppen Ägypten und Alexandria eroberten, auf sein Schwert. Kleopatra war an seiner Seite, als er seinen letzten Atemzug tat. Sie setzte ihren Gatten in ihrem Mausoleum bei. Zwei Wochen nach dem Tod ihres Geliebten begab sich Kleopatra zum Grab, um dem eben Verstorbenen Opfergaben zu bringen und die Geister zu beschwören. Bald darauf starb auch sie. Wie genau die große Königin vom Nil aus dem Leben ging, beschrieb Plutarch nicht. Die Geschichte vom Freitod durch den Biss einer Kobra wurde zur Legende und auch Hollywood bediente sich an diesem Bild. Dadurch ist es in den Köpfen vieler Menschen zu einer Wahrheit geworden. Tatsächlich überlieferten sich in den ägyptischen Erzählungen und in Legenden, die sich rund um das Mittelmeer ausbreiteten, weitere Varianten der Geschichte. So könnte es auch sein, dass Kleopatra von römischen Soldaten gestellt und exekutiert wurde. Eine andere Geschichte besagt, dass die einst schönste Frau der Welt entweder durch einen Attentäter aus den eigenen Reihen oder durch Augustus vergiftet wurde. Plutarch berichtet davon, wie ihr Körper neben dem ihres Ehemannes im Mausoleum beigesetzt wurde. In den folgenden Tagen ereigneten sich weitere Tragödien. Mark Antons Sohn, Marcus Antonius Antillus und Ptolemaios XV., der Sohn von Julius Caesar, wurden beide von den römischen Truppen getötet. Sehr wahrscheinlich wurden die Jungen ebenfalls im Mausoleum ihrer Eltern beigesetzt, sicher ist das aber nicht. Jahrhunderte suchten Menschen nach dem Grab der großen Königin, um die Umstände ihres Todes endlich klären zu können. Jahrzehntelang blieb die Grabstätte verschwunden, ebenso wie ihr Palast. Der Untergang von Alexandria. Weite Teile des antiken Alexandrias sind über die Jahrhunderte hinweg ins Meer abgerutscht. Die ägyptische Küstenlinie war bereits im Altertum brüchig. Erdbeben ließen immer wieder Teile ins Meer abrutschen. Lange Zeit nahmen Archäologen an, Kleopatras Mausoleum sei in den Fluten versunken, doch in der Gegenwart erforschten Taucher das heute teilweise im Mittelmeer versunkene Alexandria und fanden dabei zumindest den Palast der Königin.
Für Kleopatra-Kenner war es fast schon sicher, dass sich die große Königin und Verführerin der mächtigsten Männer dieser Welt in einem Mausoleum nahe ihres geliebten Isis-Tempels beisetzen ließ. Kleopatra huldigte der Schönheits- und Liebesgöttin Isis und sah sich selbst als eine Inkarnation der Gottheit. Ihren prunkvollen Palast hatte sie unweit des Isis-Tempels errichten lassen, sodass sie die Verehrungsstätte bequem zu Fuß und zu allen Tageszeiten erreichen konnte. Kleopatras Charme, ihr Liebreiz und die Ansicht, dass Erotik und Politik zusammengehören, sollen auf die Verehrung der Göttin Isis zurückgehen. Dazu soll die Königin aber auch ungewöhnlich gebildet gewesen sein. Als erste Frau erhielt sie die Erlaubnis, an einigen der besten Schulen Alexandrias zu studieren, und sie erhielt Zugang zu Bibliotheken, die sonst nur Gelehrten und Priestern offen standen. Lange suchten Unterwasserarchäologen nach einem Mausoleum, das zwischen Palast und Tempel oder in deren Umfeld lag, sie fanden aber keinen einzigen Hinweis. Kleopatra-Kennerin findet heiße Spur. In der Gegenwart kennt keiner die Königin vom Nil besser als Dr. Kathleen Martinez. Die südamerikanische Wissenschaftlerin studierte jahrelang das Leben der Kleopatra intensiv und nutzte dabei alle verfügbaren Quellen über das Adelsgeschlecht der Ptolemäer. Dr. Martinez stieß dabei auf den Umstand, dass kein einziges Grab der ptolemäischen Könige von Ägypten jemals gefunden wurde. Die Ptolemäer standen nicht in der Tradition der gottgleichen Pharaonen des alten Ägyptens. Sie waren noch nicht einmal richtige Ägypter, sondern kamen als Nachfolger von Alexander dem Großen aus Makedonien in das Land am Nil. Martinez fand heraus, dass Kleopatras Vater eine sehr enge Bindung zur Tempelstadt Haposiris Magna besaß. Sie hielt es für gut möglich, dass dieser Ort auch der geheime Bestattungsort der Dynastie war. 17 Jahre lang legten Martinez und ihr Team die Tempelanlage von Taposiris Magna frei. 1500 Objekte wurden gefunden, darunter Büsten, goldene Stücke, Statuen und eine umfangreiche Sammlung von Münzen mit Abbildungen von Alexander dem Großen, Königin Kleopatra und den Ptolemäern. Über 200 Münzen mit Kleopatras Namen und Abbild wurden an einem Tempelaltar entdeckt, wo Priester den Göttern Opfergaben darbrachten. Die Münzen verknüpften Kleopatra nicht nur direkt mit Taposiris Magna, sondern zeigten auch ein eindrucksvolles Bild der Königin. Genau genommen sind diese Münzen und eine Büste, die aus Rom stammt, die einzigen Bildnisse der Königin. Böse Zungen wettern, dass diese Frau gar nicht so schön gewesen sein kann. Auf den Münzen ist eine ziemlich unscheinbar wirkende Frau mit einer Hakennase zu sehen und auch die Büste wirkt etwas fahl. Kann das wirklich die Frau gewesen sein, die durch ihre Schönheit und ihren Liebreiz zwei der mächtigsten Männer ihrer Zeit um den Finger gewickelt hat? Heute gibt es zahlreiche Ansätze, das wahre Aussehen der Königin anhand der Knochenstruktur der Büste und des Profils auf den Münzen zu rekonstruieren. Dabei kam heraus, dass die Frau durchaus sehr attraktiv gewesen sein kann. Als Kleopatra sich mehrere Jahre in Rom aufhielt, sollen einige Porträts entstanden sein. Kleopatra hatte in Rom, abgesehen von ihrem geliebten Julius Caesar, allerdings wenige Freunde. Die Romanze zwischen der ägyptischen Königin und dem verheirateten Caesar wurde von den konservativen Senatoren nicht gerne gesehen und der römische Adel zeigte sich empört. Nach Caesars Ermordung wurde Kleopatra aus der Stadt vertrieben und ihre Abbildungen sind sehr wahrscheinlich zerstört worden. Sind Kleopatra und Mark Anton endlich gefunden worden? Schon lange stand für Kathleen Martinez fest, dass Kleopatra in den weitläufigen Katakomben unter der Tempelstadt begraben sein muss. Die Anlage umfasste einst drei Tempel, einer davon war der Isis geweiht. Die Tempel befanden sich in einer parkähnlichen Anlage mit Gärten und einem heiligen See. Scans der unterirdischen Anlagen von Taposiris Magna haben ergeben, dass sich 13 Meter unter der Erdoberfläche ein 1305 Meter langes Tunnelsystem mit mehreren Kammern, Schächten und Ebenen befindet. Hinter einer Mauer vermuteten die Forscher einen Hohlraum und nach dem Aufmeißeln konnten die Forscher eine kleine Nische und zwei Mumien erkennen. Die Wissenschaftler waren auf der richtigen Spur. Die unterirdischen Anlagen sind wirklich als Beisetzungskammern genutzt worden. Die Mumien waren nicht im besten Zustand, doch beide sind einst mit purem Blattgold überzogen worden und das konnten sich nur die Reichen und Mächtigen leisten. Eindringendes Wasser hat den Mumien leider stark zugesetzt, doch eine Röntgenuntersuchung ergab, dass es sich um einen Mann und eine Frau handelt. Kann es sich dabei um Kleopatra und Mark Anton handeln? Nein, das glauben die Experten nicht, dazu ist der Bestattungsort doch zu prunklos. Eine der Mumien trägt einen sehr wertvollen goldenen Skarabäus bei sich, was ein Symbol der Wiedergeburt ist.
Bei den beiden Toten könnte es sich um sehr hochstehende Priester gehandelt haben. Bisher wurde nur ein kleiner Teil des riesigen Tunnelsystems erforscht. Momentan gehen die Experten davon aus, dass Kleopatra und Marc Anton viel tiefer im Gangsystem beigesetzt worden sind. Fundstücke in den Gängen passen in die Epoche Kleopatras. Martinez und ihre Kollegen werten diese Stücke als weitere wichtige Hinweise bei der großen Schnitzeljagd. Die Suche geht weiter. Taposiris Magna entpuppt sich für die Forscher und Ägyptologen immer mehr als eine Schatzkammer von unermesslichem Wert. Gut möglich, dass dieser lange, viel zu wenig beachtete Ort endlich Lücken in der Geschichte der späten Epoche des alten Ägyptens schließen wird. Das ägyptische Ministerium für Tourismus und Altertümer hat erneut verkündet, dass alleine der Bau und die Statik der Anlage einmal mehr beweisen, wie weit fortgeschritten die ägyptische Baukunst und Architektur gewesen sind. Die gesamte Anlage von Taposiris Magna soll weiter freigelegt und irgendwann auch der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Sollte sich hier wirklich das Grab der Kleopatra verbergen, wird Taposiris Magna möglicherweise zu einer Pilgerstätte für Fans aus der ganzen Welt. Kleopatra hätte der Rummel um ihre Person, der bis in die Gegenwart anhält, sicher gefallen. Doch kann ewiger Ruhm über den Tod hinaus wirklich ein Trost für ein Leben sein, das zwar von großer Liebe, aber auch von großem Drama und Intrigen, Verlust und einem viel zu frühen Tod geprägt war? Sagt uns eure Meinung über Königin Kleopatra und ihren Mythos. Glaubt ihr auch daran, dass sie und Marc Anton in Taposiris Magna begraben sind, oder werden die beiden für immer verschwunden bleiben?